Aber wie soll ich argumentieren, wenn man mir nachsagt, ich sei von Archonten besessen? Eigentlich wollte ich mich heute rechtfertigen gegen die Unterstellungen und Diffamierungen, die momentan über mich kursieren. Ich bin es ja gewohnt, seit ich bei den Friedensmahnwachen dabei bin, dass man mich an den öffentlichen Pranger stellt. Ich habe damit eigentlich auch kein Problem. Schwierig wird das Ganze aber dann, wenn es Menschen aus meinem persönlichen Umfeld sind und die dann anfangen, hinterrücks gegen mich zu agieren. Menschen, die bei mir zu Hause zu Gast waren, die mich beobachtet haben, wie ich koche, wie ich mit meinem Kind spiele und mit denen ich vertraut hatte. Ein paar durchgedrehte Typen aus Deutschland und zum Teil auch aus Österreich schimpfen mich Rassisten, Linksfaschisten, Nazikuschler, rechtsoffen Faschisten, linkslinken Gutmenschen, Kryptofaschisten, Verschwörungstheoretiker, Antisemiten, Anti-Amerikaner, Putin-Versteher, Hetzer, Moslemfreund, Schlafschaf, etc., etc., etc. Das ist alles tolerierbar für mich, weil ich dagegen argumentieren und auch diskutieren kann. Keiner dieser Unterstellungen und Beleidigungen ist haltbar und ich kann sie logisch widerlegen. Aber wie soll ich argumentieren, wenn man mir nachsagt, ich sei von Archonten besessen? Das heißt von Aliens, die mich zu ihrem Dämon machen, zu einem Reptilienmenschen. Das macht mir ein bisschen Angst, weil dagegen kann ich mich nicht wehren. Und ich bin Papa. Wie soll sich mein Kind dagegen wehren, wenn auch der da mit reingezogen wird? Als kleiner Reptor von seinem diktatorischen Reptilienpapa, die genau die gleichen Augen haben. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, dass es keine Reptilienmenschen gibt. Man kann es ja nicht beweisen und somit kann man es auch nicht widerlegen. Es ist eine Glaubensfrage. Ich habe mich mit dieser Theorie jetzt gezwungenerweise beschäftigen müssen und einiges daran ist auch für mich sehr interessant. Aber ich halte es eher mit Arno Grün oder Sigmund Freud und erkläre mir kaltherzige, unempathische, eben echsenähnliche Menschen mit simpler Psychologie. Das geht nämlich auch, scheint irgendwie logischer und kommt letzten Endes zum gleichen Schluss. Nämlich, dass wir von Psychopathen, sich selbst entfremdeten Menschen, regiert werden. Andere Menschen sagen Reptiloiden dazu. Aber wie soll ich beweisen, dass ich kein Reptiloid bin? Soll ich mich aufschneiden? Soll ich mich aufschneiden lassen? Oder soll ich mich in der Donau versenken lassen und wenn ich dann auftauche, dann ist es der Beweis, dass ich ein Reptiloid bin und dann verbrennt man mich am Scheiterhaufen? Man könnte mich auch foltern, bis ich gestehe, dass ich ein Reptiloid bin. Aber im Ernst, das muss aufhören, weil das geht zu weit. Dieser Mensch, der so über mich redet und das alles ins Rollen gebracht hat, der soll bitte damit aufhören, weil ich bekomme langsam Angst vor ihrer Angst. Das, was dieser Mensch macht, hat meiner Meinung nach nichts mit inneren Frieden oder Integrität oder persönlicher Reife zu tun. Ich halte das nicht für weise und erfahren, sondern schlicht und ergreifend für angsterfüllt, verwirrt und hauptsächlich zielführend darin, um Spaltungen herbeizuführen. Mehr werde ich darüber nicht mehr sagen. Und ich werde mich auch nicht darüber rechtfertigen, warum ich der Idee der Mahnwachen treu bleiben will, denn das habe ich schon oft genug ausgeführt. Aber es war mir ein Bedürfnis, mich jetzt hier öffentlich dazu zu äußern, weil ich mittlerweile mitbekommen habe, wie diese Theorie in Wien seine Runden macht und erschreckenderweise gibt es einige Menschen, die es sogar glauben wollen, vor allem junge Menschen. Das macht mir Sorge. Denn es gibt auf der Welt mehr zu entdecken als nur Theorien, die auf Glauben beruhen und die man anders, logischer und wirkungsvoller mit Wissenschaft erklären kann. Und jetzt werden ein paar Menschen aufstöhnen, weil ich das böse Wort Wissenschaft gesagt habe. Aber denen möchte ich folgendes Zitat von Werner Heisenberg, das ist ein Physiknobelpreisträger, mitgeben. Der hat nämlich folgendes gesagt. Der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft führt zum Atheismus. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Heisenberg ist der Entdecker der Quantenmechanik.
Und damit können, wie ich weiß, auch Esoteriker etwas anfangen. Der Kreis schließt sich also immer, wenn man es nur zulässt und nicht versucht, auf Biegen und Brechen ein Viereck oder Dreieck zu formen. Und nachdem ich mich irgendwie mit allen Menschen verbunden fühle, auch mit unserem Polizisten hier, obwohl ich unser derzeitiges staatlich aufdiktiertes Herrschaftssystem samt hauseigenen Gewaltmonopol nicht besonders mag, möchte ich mich jetzt auch bei unserer Polizei bedanken, dass sie ihrer Arbeit als Freund und Helfer nachkommen. Bitte einen kleinen oder großen Applaus für unsere Polizisten hier. Vernünftige Menschen gibt es überall. Bei der Polizei, genauso wie in der Politik, sogar beim Militär. Genauso wie bei den Esoterikern und bei den Mahnwachen oder wo auch immer. Und es geht darum, diese Menschen zu erreichen und aufzuklären, um dann gemeinsam über Frieden und Evolution reden zu können. Denn wenn alle darüber reden, dann passiert es auch. Klingt esoterisch, ist aber so. Danke.